Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 7, Nachwahl eines stellvertretenden Mitglieds des Verwaltungsausschusses beim Staatstheater Kassel. Nach dem Vertrag zwischen dem Land Hessen und der Stadt Kassel über den Betrieb des Staatstheaters Kassel vom 9.–24. November 1971 wählt der Hessische Landtag für die Dauer seiner Wahlperiode 3 Mitglieder sowie 3 stellvertretende Mitglieder für den Verwaltungsausschuss des Staatstheaters Kassel. Beim Theaterbeirat sind 2 Mitglieder und 2 stellvertretende Mitglieder zu wählen. Durch das Ausscheiden von Herrn Timon Gremmels aus dem Hessischen Landtag ist eine Nachwahl im Verwaltungsausschuss erforderlich. Die Fraktion der SPD schlägt mit der Drucksache 5394 aus 19 Frau Abg. Manuela Strube als stellvertretendes Mitglied für den Verwaltungsausschuss vor. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht. Wenn sich kein Widerspruch erhebt, möchte ich vorschlagen, über diesen Wahlvorschlag abzustimmen. Und zwar möchte auch wieder niemand gegen Handzeichen widersprechen. Wer dem Wahlvorschlag 5394 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen CDU, FDP, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und die SPD und die Abgeordnete Öztürk. Die Gegenprobe. Niemand Enthaltungen. Bei Enthaltung der Fraktion DIE LINKE ist Frau Abg. Manuela Strube als stellvertretendes Mitglied für den Verwaltungsausschuss beim Staatstheater Kassel gewählt.